Suche dir einen bequemen Ort aus, an dem du für ein paar Minuten ungestört bist und mach es dir ganz bequem, am besten im Liegen, aber du kannst natürlich auch sitzen, wenn dir das besser gefällt. Schließe deine Augen, wenn du magst, und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief ein und aus. Und atme bis in den Bauch hinein, sodass der Bauch richtig ausgefüllt ist, sodass du es in deinen Beinen kribbeln spürst. Verteile die Energie in deinem ganzen Körper und stell dir vor, dass du Energie einatmest. Du kannst dir vorstellen oder selber aussuchen, welche Farbe deine Energie haben soll. Vielleicht golden, vielleicht lila, vielleicht blau, je nachdem, was dir gerade behaglich erscheint. Und dann kannst du diese Farbe, diese kleinen Energiepünktchen in deinem ganzen Körper verteilen und kannst dir vorstellen, wie diese kleinen Energiepünktchen in deinem Körper deine Zellen wecken und sagen, hallo, hier ist Energie, verbinde dich mit allem, was um dich herum ist und nimm wahr, dass Energie immer, immer da ist für dich und dass du diese Energie auch jeden Tag nutzen kannst. Und nun stell dir vor, dass aus deinen Füßen und aus deinem Becken lange Wurzeln in die Erde wachsen und dass die Wurzelstränge aus deinen Füßen und aus deinem Becken sich ein paar Meter unter dir verbinden und dann als ein großer Wurzelstrang nach unten wachsen und achte auch ein bisschen darauf, dass das relativ gerade passiert und nicht nach links oder rechts, sondern wirklich gerade nach unten. Und du kannst auch deinen Schutzengel bitten, diese Wurzel zu begradigen, wenn du es alleine nicht schaffst. Und du stellst dir vor, wie sie wächst durch alle Gesteinsschichten, durch alle Höhlen, durch alle Erdschichten, zum Mittelpunkt der Erde, wo du dir vorstellst, ein großes Reservoir an goldener Energie für dich da ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie du mit deinen Wurzeln da hineinreichst, beziehungsweise wenn du es alleine nicht kannst, bitte deinen Engel, dich mit diesem Reservoir zu verbinden. Und dann atmest du zusätzlich zur Energie mit der Farbe deiner Wahl diese goldene Kraft in dich hinein und du vibrierst richtig vor lauter Energie, die du von außen einatmest und die du von Mutter Erde in dich aufnimmst. Und in diesem schönen Gefühl kannst du eine Weile baden, dich ausdehnen, dich geborgen fühlen, dich einkuscheln. Und du kannst dir vorstellen, was alles möglich ist. Stell dir einfach vor, wie du dir die Welt erträumst in deinen kühnsten Träumen. Stell dir genau vor, wie du aussehen möchtest, was du dir an deinem Körper vielleicht noch gesünder wünschen würdest oder wie du dich kleiden würdest, wenn Geld kein Thema wäre.
Stell dir all das vor, wie, genau wie du aussehen würdest, welchen Haarschnitt du haben würdest, welchen Schmuck du tragen würdest. Stell dir all das vor. Stell dir die Dinge vor, die dir Kraft geben, die dich anheben, die dich gut fühlen lassen. Und dann stell dir vor, wie du dich in deinem idealen Leben ernähren würdest. Und stell dir auch vor, was das mit deinem Körper machen würde, wenn du dich zum Beispiel sehr gesund ernähren würdest. Und stell dir auch vor, wie du genug Zeit hast, liebevoll dein Essen zuzubereiten. Stell dir vor, wie du ohne Stress dein Essen genauso anrichten kannst, wie du es dir wünschst. Stell dir vor, du hast alle Zutaten, die du brauchst, zur Verfügung. Und du kannst für dich und deine Familie genau das Essen zaubern, was dir vorschwebt. Und dann stell dir vor, wie du leben möchtest. Wie sieht deine Umgebung aus? Ist es ländlich? Lebst du direkt am Meer? Wo lebst du? Wie ist das Wetter? Lebst du in einem Haus? Lebst du in einer Jurte, in einer Hütte? In einem kleinen Holzhaus, im Wohnwagen, im Wohnmobil? Ja, stell dir ganz genau vor, wo und wie du wohnst. Gibt es Bäume um dich herum? Lebst du im Wald? Oder lebst du in einer Wohnung? Wie ist das Umfeld? Was ist in der Nähe? Was brauchst du in der Nähe? Kannst du alles mit dem Fahrrad erreichen oder brauchst du ein Auto? Überleg dir alles ganz genau, wie du es dir idealerweise wünschst, wenn Geld kein Problem wäre, wenn auch Umziehen kein Problem wäre, in welches Land würdest du ziehen? Was wäre dein Traumort? Wo würdest du leben wollen? Und dann als nächstes stell dir mal vor, wie du mit den Menschen in Interaktion trittst. Lebst du in einer Gemeinschaft oder lebst du in deiner Familie abgeschieden? Wie interagierst du mit den Menschen um dich herum, beziehungsweise auch mit den Tieren um dich herum, wenn du ganz alleine leben möchtest? Wie möchtest du in deinem perfekten Leben, was ja nie perfekt sein muss, aber in deiner Vorstellung, wie wäre es für dich perfekt? Wie möchtest du mit deinen Kindern umgehen? Wie möchtest du sie morgens begrüßen? Was möchtest du ihnen sagen? Wie viel Zeit möchtest du dir dafür nehmen? Wie viel Zeit möchtest du dir für das gemeinsame Frühstück nehmen, für ein gemeinsames Morgenritual eventuell? Würdest du überhaupt ein Morgenritual wollen? Überleg dir das alles ganz genau. Ganz genau. Fang einfach an zu träumen. Träum so groß du kannst. Es gibt keine Grenzen in deiner Fantasie. Und wenn du an eine Grenze stoßen solltest, dir gewisse Träume überhaupt nicht zugestehst, dann ist es Zeit, diese Grenze zu überschreiten. Und überlege weiter, wie du mit Menschen umgehen willst. Möchtest du sie umarmen, wenn du sie siehst? Wie lange möchtest du sie umarmen? Was möchtest du ihnen sagen? Was wünschst du dir von der Kommunikation? Was wünschst du dir von eurem Austausch? Wie achtsam möchtest du in Zukunft mit deinen Mitmenschen umgehen? Wie liebevoll? Was fehlt dir? Was wünschst du dir von deinen Mitmenschen? Wünschst du dir mehr Körperkontakt? Wünschst du dir mehr gemeinsame Rituale? Wünschst du dir Massagen? Was wünschst du dir?
Sei ganz frei in deinen Vorstellungen, wie sieht deine Interaktion mit den Menschen aus. Überlege dir all diese Punkte ganz genau. Und wie möchtest du mit der Natur interagieren, mit den Tieren, mit den Pflanzen? Wie viel Zeit möchtest du haben, um in der Natur zu sein, mit der Natur zu sein? Welche Art Natur gefällt dir? Welche Art Natur macht dich glücklich? Was brauchst du, um dich richtig aufzutanken? Möchtest du jeden Tag im Meer schwimmen? Möchtest du jeden Tag in den Bergen wandern? Möchtest du den Wald immer um dich haben, den Waldduft von frischen Kiefern und Tannen? Was möchtest du? Möchtest du Beeren pflücken? Möchtest du im Fluss barfuß laufen? Möchtest du jeden Tag einen Strandspaziergang machen? Überleg dir all das bis ins kleinste Detail. Und fühle, was das mit dir macht. Es gibt keine Grenzen in deiner Fantasie. Du kannst also alles erträumen, alles erdenken. Wie möchtest du abends zu Bett gehen? Welche Rituale möchtest du machen? Was wäre dir wichtig? Wie möchtest du deine Kinder ins Bett bringen, wenn du welche hast? Wie möchtest du mit deinen Mitmenschen umgehen, wenn du abends vielleicht noch ein, zwei gemütliche Stunden mit ihnen verbringen möchtest? Wie soll deine Beschäftigung aussehen? Möchtest du Fernsehen schauen? Möchtest du Spiele spielen? Möchtest du puzzeln? Möchtest du lesen? Möchtest du gemeinsam Musik machen, trommeln? Überleg dir all das ganz genau, wenn du Zeit hättest. Ja, wie sollte es aussehen? Und auch deine Arbeit. Wie könnte deine ideale Arbeit aussehen? Das, was du tust, um einfach aktiv zu sein, um am Leben teilzunehmen, um etwas zu erschaffen, um kreativ zu sein, um beizutragen. Was wünschst du dir von ganzem Herzen für diese Welt? Was denkst du, was hast du zu geben, um die Welt ein bisschen besser zu machen? In welchem Bereich konntest du Erfahrungen sammeln, die vielleicht kein anderer genauso gesammelt hat wie du? Was kannst du weitergeben? Womit kannst du Leute unterstützen? Wie kannst du Leute in ihre Kraft bringen mit dem, was du erfahren hast in deinem Leben? Sei ganz frei. Es gibt keine Bestimmungen und keine Regeln. Neue Berufe können wir uns erträumen, ausdenken. Vielleicht erschaffst du einen ganz neuen Beruf mit genau der Erfahrung, die du weitergeben möchtest. Wie viel möchtest du arbeiten? Wie viel Wertschätzung und in welcher Form möchtest du diese Wertschätzung erhalten? Wie viel brauchst du? Wie viel materielle Güter brauchst du? Was ist dir wichtig? Wofür möchtest du, solange es noch Geld gibt, dein Geld investieren? Möchtest du es für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben? Oder möchtest du es für Edelsteine ausgeben? Oder möchtest du es vielleicht für Technik ausgeben? Oder möchtest du es für viele Bücher ausgeben? Oder für ein schönes Auto? Oder ganz egal, ja, was du möchtest. Überleg dir einfach, wo dein Fokus hingeht. In jedem Bereich deines Lebens. Was ist das, was du für dich kreieren willst? Und probiere, auch wenn du diese Meditation nochmal wiederholst, dich nicht von deinem Ego und von deinem Verstand, von deinem Träumen abbringen zu lassen. Denn dieses Träumen ist der erste und wichtigste Schritt auf deinem Weg, um deine Zukunft zu manifestieren. Wenn du dir dann schon Grenzen auferlegst, dann wird es für das Universum sehr schwierig sein, dir das
zu bringen, was du möchtest. Setz dir auch keine Grenzen, was die Zeit anbelangt. Lass einfach los. Träume in dieser Meditation, erträume dir alles genauso, wie du es dir wünschst. Wie du mit den Menschen umgehen möchtest, wie die Menschen mit dir umgehen sollen, wie du mit deinen materiellen Gütern umgehst, welche Freude sie dir schenken sollen. Überlege dir ganz genau, was du möchtest, wie du sein möchtest. Und dann, wenn du dir schon alleine traust, darüber nachzudenken, was du dir wünschst, bist du schon ein ganzes Stück näher an deiner persönlichen Erfüllung. Begreife, dass du dein Leben erschaffst und dass dein Glaube an dich oder dein Nichtglauben an dich eine riesengroße Rolle spielt. Und überlege zum Schluss dieser Meditation einmal, was von dem, das du dir jetzt ausgesucht hast, zum Beispiel wie du mit Menschen umgehen willst oder wie du dein Essen zubereiten willst, was davon kannst du denn bereits jetzt schon umsetzen? Denn Manifestation funktioniert immer auch von uns aus. Das heißt, alles, was du selber umsetzen kannst, musst du auch selber umsetzen. Und du kannst sofort beginnen. Du kannst sofort beginnen damit, dein Leben umzukrempeln und so zu erschaffen und so zu kreieren, wie es für dich passt. Langsam, Schritt für Schritt oder auch mal schneller, ganz so, wie das Leben es dir erlaubt und wie du es dir selber erlaubst. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Und jetzt geh nochmal in das schönste Bild, was im Laufe dieser Meditation für dich entstanden ist. Geh nochmal genau da rein. Und nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Richtig tief einatmen und genieße dieses Bild. Rieche dieses Bild. Stell es dir in allen Farben vor. Spüre, wie es sich anfühlt, vielleicht in deinem Bett zu liegen, in deinem Haus am Meer oder wo auch immer du möchtest. Fühle alles ganz genau. Und dieses glückliche Gefühl kannst du jetzt mit in deinen Tag nehmen oder in deine Nacht nehmen. Oder in den Morgen, je nachdem, wann du diese Meditation anhörst. Und jetzt komm ganz langsam und in deiner Zeit wieder an. In dem Raum, in dem du liegst oder auf der Wiese, auf der du liegst. Und strecke dich, bewege deinen Körper genauso, wie er sich das vielleicht wünscht. Spüre mal hinein, was dein Körper jetzt gerne von dir möchte, ob er die Schultern bewegen will oder die Beine. Beweg deine Finger, deine Zehen, deine Füße und öffne deine Augen. Und nimm diese Motivation mit in deinen Tag. Auch ein Weg von 1000 Kilometern fängt mit dem ersten Schritt an. Und es ist in deiner Macht und Kraft, diesen Weg anzugehen, deinen Träumen zu folgen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.